Das ist toll. Sie sind im zweiten deutschen Fernsehen. Wir haben es 22.14 Uhr. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ihre Familiengeheimnisse, Ihre Betriebsgeheimnisse, Ihre finanziellen Geheimnisse, ganz egal. Der Mann, der gestern in Berlin zu Besuch war, kennt Sie alle. Barack Obama. Wenn sein allmächtiger Geheimdienst NSA es will, landet alles, was Sie gesprochen, geschrieben oder gemailt haben, auf seinem Schreibtisch. Was soll an meinem Leben für die Amerikaner interessant sein, fragen Sie sich. Klar, denen geht es in allererster Linie darum, Terroristen zu finden. Wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten, sagt die NSA. Ein gefährlicher Satz. Menschen, deren Kommunikation komplett durchsucht, gelesen und gespeichert wird, kann man die frei nennen? Was darf der Staat im Telefon- und Datennetz? Und was ist mit den großen Konzernen wie Apple und Microsoft und Google oder Facebook? Machen sie sich zu Komplizen der Geheimdienste? Und ist ihre Datensammelwut harmlos oder eher nicht? Auch darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die Bundesjustizministerin kritisierte das Spähprogramm der Amerikaner heftig. Sicherheit ist kein Selbstzweck. Andrew B. Dennison, US-Amerikaner und Politikberater, verteidigt seine Regierung. Den Geheimdiensten geht es nicht um nette Urlaubsmails, sondern darum, Gefahren abzuwenden. Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, erklärt: Wir können im Kampf gegen Terrorismus nicht auf Beobachtungen im Internet verzichten. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Daniel Domscheit-Berg, der ehemalige Sprecher von WikiLeaks, sagt, 100% Sicherheit wird es auch nicht mit 100% Kontrolle der Privatsphäre geben. Das zu behaupten, ist Volksverdummung. Rainer Wendt. Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft kritisiert die deutschen Datenschutzauflagen. Wir sollten uns ein Beispiel an Amerika nehmen, sagt er. Gesche Joost, die Netzpolitikerin im Kompetenzteam von Peer Steinbrück, ist dagegen froh, dass wir deutlich höhere Ansprüche an die eigene Privatsphäre haben als die Amerikaner. Und Bernhard Rohleder. Der Hauptgeschäftsführer des IT-Branchenverbandes Bitkom vertritt Unternehmen wie Google und Facebook in Deutschland. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass infolge der Abhörmaßnahmen nicht das Vertrauen in Technologien verloren geht, die wir dringend brauchen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und nochmal herzlich willkommen hier in der Runde. Interessantes Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Daniel Domscheit-Berg. Gestern war Barack Obama in dieser Stadt. Wir wissen nicht genau, was er mit Angela Merkel besprochen hat. Stellen wir uns mal 5 Minuten vor, Sie hätten eine Audienz bei ihm gehabt. Was hätten Sie dem amerikanischen Präsidenten gesagt? Na, also ich hätte gerne sagen wollen, dass ich überhaupt nicht zufrieden bin mit der Entwicklung, was das Ausspähen von Daten angeht. Und ich hätte vielleicht gerne erfahren, warum das so läuft und warum er sich von einem Politiker, der angetreten ist, den gläsernen Staat zu schaffen, gewandelt hat zu jemandem, der größte Verfechter des gläsernen Bürgers weltweit ist. Mhm. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sitzt gleich rechts neben Ihnen, die Justizministerin. Frau Leuthäuser, Sie waren eine der Ersten, die protestiert hat, nachdem bekannt wurde, was der NSA da macht und offensichtlich raumgreifend macht, auch und vor allen Dingen in Deutschland. Was hätten Sie ihm gegebenenfalls gesagt? Also ich hatte ja Gelegenheit, ihn zu sehen, aber nicht intensive Gespräche mit ihm zu führen. Aber natürlich einmal ganz klar die Besorgnis der Bürgerinnen und Bürger unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass wir dringend Aufklärung und Transparenz brauchen. Wir wollen wissen, worum geht es genau, welche Daten werden abgegriffen, wie passiert das technisch, was ist die Rechtsgrundlage und die Praxis mit Rechtsgrundlage im Einklang. Das hätte ich dann ganz schnell als erstes ihm mal gefragt. Mhm. Erster Schritt. Und wir gucken uns noch mal an, was dieser eine von insgesamt 16 amerikanischen Geheimdiensten, nämlich der größte und wirksamste, eigentlich tut und was uns daran besorgen könnte. Der größte Geheimdienst der Welt, die National Security Agency, NSA. 1.900 Privatunternehmen arbeiten für das Pentagon. Geschätzte 854.000 Mitarbeiter. Allein hier in einem gigantischen neuen Rechenzentrum in Utah sollen 5 Billionen Gigabyte Datenmaterial verarbeitet werden. Alles ist verwertbar.
E-Mails, Videos, Chats, Telefonate, Klicks auf Google, Facebook, Yahoo, Apple, Skype. Wer sie nutzt, bei dem liest der Geheimdienst mit. William Binney arbeitete mehr als 30 Jahre für die NSA in Führungspositionen. Er sagt heute: Sie verstoßen gegen unsere Verfassung, indem sie all die Daten heimlich sammeln. Das ist eine Straftat. Daniel Domscheit-Berg, machen die Amerikaner nur mehr als andere Geheimdienste oder machen sie grundsätzlich etwas anderes? Also ich glaube, vom Prinzip machen sie einfach mehr. Das Interesse wird ja auch in Deutschland gerade bekundet. Wir möchten das ähnlich machen wie die Amerikaner. Die Amerikaner haben das weltweit größte Budget für sowas und arbeiten hier natürlich auch am aggressivsten. Das macht es aber in keiner Weise besser oder gerechtfertigter als bei anderen. Andrew Dennison ist bei uns. Herr Dennison, Sie haben natürlich, wie wir alle, den Besuch gestern verfolgt. Barack Obama ist hier in Deutschland ein gern gesehener Freund. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es eine Armee von 856.000 Menschen gibt, die glaubt, gerade und besonders Deutschland und Europa so ausspionieren und überwachen zu müssen? Also ich glaube, es hängt nicht so sehr damit zusammen, dass Mohammed Atta in Hamburg seinen Angriff auf New York organisiert hat, sondern mit der Tatsache, dass alle mehr Informationen haben wollen über ihre Partner und letztendlich auch über ihre Kontrahenten und Politiker, ja ganz besonders. Liebe Justizministerin, Sie haben ja auch gesagt, dass Obama Informationen weitergeben soll über dieses Programm. Habe ich kann nicht gesagt, Herr Dennis, das haben Sie vielleicht falsch verstanden. Ja, gibt es vielleicht einige aber andere. Sie würden gern was klären über wie Amerika mit Datenschutz in Deutschland umgeht. Klar. Und das kann ich verstehen. Es ist möglich, dass Amerika das nicht alles freigeben möchte, aber ich glaube, Amerika gibt Deutschland ziemlich viel frei. Was wir aber sagen können, ist, dass diese Interesse an den Metadaten, und wir müssen einen Unterschied machen zwischen die Inhalte der Briefe und die Adressen. Ja, ich habe heute meine Postbote gefragt. Ja, sie kontrollieren doch nicht die Inhalte meiner Adresse, aber er wusste schon, dass ich ihnen wieder einen Brief an den ZDF geschickt habe. Echt? Machen ja, Sie? Also wir haben schon jede Menge Datensammler. Jetzt, wenn Obama oder seine Mitarbeiter, er tut das da ja nicht, in diese gigantische Ozean von Daten irgendwas näher anschauen will, zum Beispiel Inhalt von einer E-Mail, dann muss er extra noch von einem Richter, von einer Gruppe von Richtern Erlaubnis bekommen. Und das muss wieder vom Kongress kontrolliert werden. Mhm. Und ich behaupte, es gibt keine totale Kontrolle der Daten. Ein Speicherwahn vielleicht, aber keine totale Kontrolle, obwohl diese Bild immer wieder von der totalen Kontrolle an der Wand gemalt wird. Es gibt aber eine gegenseitige Kontrolle. Ja. Und wir brauchen eine gewisse Transparenz, denn wir wollen nicht, dass Kriminellen und Terroristen diese unheimliche Möglichkeit der Internet benutzen, um Angriffe und kriminelle Taten allerlei organisieren. Mit Zwecken, darüber werden wir auf jeden Fall noch mal reden. Meine Frage war, warum werden wir ausgerechnet, warum die Deutschen ausgerechnet so besonders in den Fokus genommen? Ungefähr so wie Saudi-Arabien und wie der Iran. Also diese Behauptung, dass die Datenströme, die durch Deutschland gehen, in größere Intensität durchforstet werden von irgendwelchen Algorithmen der NSA, da würde ich auch gerne eine Quelle sehen. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, wo Amerika mehr Wert schöpft als sonst irgendwo. Und einfach die Vernetzung zwischen Amerika und Deutschland heißt, viel mehr Telefonate gehen über den Atlantik. Und es ist sicher wahr, genau wie bei der Zoll, wenn der Amazon-Paket ankommt, alles, was reinkommt in Amerika über den fiberoptische Kabel, das sind nur ein paar Dutzende, das wird erstmal gesammelt und gespeichert. Okay, das stand ausgewertet ist eine andere Frage. Im Guardian stand das. Joachim Herrmann ist bei uns, der bayerische Innenminister. Herr Herrmann, der Bundesinnenminister, Herr Friedrichs, von auch der CSU, hat gesagt, dass er von diesem besonderen Ausspähprogramm, PRISM genannt, aus der Zeitung erfahren hat. Glauben Sie das, dass er das aus der Zeitung erfahren hat? Ja, ich habe keinen Zweifel daran, wenn er das so sagt, dann ist das sicherlich auch so. Und er hat jetzt ja einen ganzen Fragenkatalog nach Washington geschickt, denn wir wollen in der Tat genau wissen, ist das so, wie Sie das gerade gesagt haben, in welchem Umfang läuft das eigentlich, wer wird da gezielt ausgespäht und das, was Sie letztendlich mit Ihrem letzten Satz ja jetzt auch in den Raum gestellt haben, es wird da mal erstmal alles, was da über diese
Leitungen rüberläuft über den großen Teich. Es wird mal alles erstmal gespeichert und dergleichen. Das ist natürlich schon eine Sache, die in der Tat unserem Verständnis nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU insgesamt schon völlig widerspricht. Wir das brauchen ist interessant Sicherheit. Aus Ihrem Mund zu hören. Ja, ja, wir brauchen Sicherheit. Und deshalb ist es natürlich richtig, wenn ich ganz konkret hinterher bin, wo könnten terroristische Aktivitäten entfaltet werden, dann muss ich da auch dem gezielt auch im Internet nachgehen. Ganz klar, Thema Sicherheit. Aber es kann natürlich nicht so sein, dass jetzt beliebig erstmal sämtliche Daten, die irgendwo kommuniziert werden, erstmal gesammelt werden, damit ich dann vielleicht später darauf zugreifen kann. Das erscheint mir schon etwas fragwürdig. Ich weiß heute auch noch nicht, ob das so ist. Aber deshalb brauchen wir eine klare Auskunft von den Amerikanern. Und deshalb denke ich, kann man gerade unter Freunden schon erwarten, dass diese Fragen, die der Bundesinnenminister nach Washington geschickt hat, in der Tat, aber jetzt möglichst rasch bitte auch präzise beantwortet werden. Damit wir wollen unseren Freunden keine falschen Vorwürfe machen. Aber wir wollen von ihnen wissen, worüber reden wir jetzt eigentlich, damit wir uns dann auch über die Zukunft verständigen können. Ja. Gesche Joost, Netzdesignerin im Schattenkabinett von Peer Steinbrück. Frau Joost, ist für Sie vorstellbar, dass die Bundesregierung, dass Regierungsbehörden von dieser Form der Überwachung oder des Ausspionierens nichts wissen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und ich fand auch, gestern wurde ja sehr viel getwittert, dass Frau Merkel sagt, das Internet, das sei ja alles Neuland für uns und wir wüssten ja noch nicht so genau und so. Das ist einerseits, als wäre sie so naiv und andererseits glaube ich das einfach nicht. Ne? Also ich meine, das Netz durchzieht alle unsere Lebensbereiche und wir reden jetzt schon, das wundert mich jetzt schon am Anfang so, wir reden so, als wäre das jetzt alles normal und als würden wir uns jetzt nur darüber unterhalten müssen, was jetzt vielleicht wo mehr gespeichert wird und was wo weniger gespeichert wird. Was gerade auf den Tisch gekommen ist durch die Prison-Debatte, sind zwei ganz große Konzepte. Das eine ist, wir wollen einen Überwachungsstaat, wir wollen ein Sicherheitsprogramm à la PRISM und das wird plötzlich für Deutschland auch eingefordert, wo ich denke, so Moment, was passiert hier gerade? Auf der anderen Seite ist das große Konzept, wie das Internet angefangen hat. Es gibt ein freies, ein offenes Internet, das ist ein Platz, wo Demokratie gelebt wird, wie es jetzt in der Türkei das Beispiel auch ist. Da wird bürgerschaftlicher Protest über das Internet, über soziale Netzwerke organisiert. Und das clasht gerade aufeinander. Und deswegen ist diese Debatte gerade ganz, ganz wichtig. Wo positionieren wir uns denn da eigentlich richtig und angemessen dafür, dass die Bürger genug Schutz bekommen von beiden Seiten? Rainer Wendt ist bei uns. Deutsche Polizeigewerkschaft. Ein Mann von der Exekutive, von den Ermittlungsbehörden. Herr Wendt, von der Politik, von der deutschen Politik hören wir einen großen Fragenkatalog, offensichtlich eine große Überraschung, gegebenenfalls Ahnungslosigkeit. Wie überrascht waren Sie? Überhaupt nicht, denn ich bin nie davon ausgegangen, dass die Informationen, die aus Amerika in Sachen Terrorismusbekämpfung und auch Kriminalitätsbekämpfung an die deutschen Sicherheitsbehörden übermittelt werden, wofür wir übrigens auch sehr dankbar sind, weil dadurch Terroranschläge oder zumindest ein großer Terroranschlag verhindert wurde, dass diese Informationen dort auf Bäumen wachsen oder aus dem Ozean gefischt werden. Selbstverständlich kommen die durch eine vernünftige Risikostrukturanalyse zustande und dazu braucht man Daten. Und in der Tat ist das nichts Besonderes. Deshalb wundert mich auch die große Überraschung. In der Europäischen Union gibt es die Vorratsdatenspeicherung, anders konstruiert als in Amerika und in Deutschland nicht oder noch nicht. Aber im Prinzip nichts anderes, nur halt unterlegt mit genau diesem Risikoanalyseprogramm. Und vor Computerprogrammen habe ich ehrlich gesagt noch nie Angst gehabt. Und selbstverständlich gibt es auch eine Auslandsaufklärung. Das heißt, terroristische Aktivitäten, die entweder nach Deutschland hinein oder Deutschland rausgehen, sollen dadurch überwacht werden und frühzeitig erkannt werden. Und der Bundesinnenminister hat jetzt auch angekündigt, dass hierfür mehr Geld in die Hand genommen werden soll, um diese Analysen noch zu verstärken. Das ist auch richtig so angesichts steigender Bedrohungssituationen. Sicherheit kostet auch Geld und was nichts kostet, ist auch nichts. Das ist auch im Bereich der inneren Sicherheit. Mhm. Und Sie haben das auch begrüßt, dass der BND da mehr Geld bekommen soll. Und schlummert dahinter, wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Wendt, eigentlich eine stille Bewunderung für das, was die Amerikaner können und auch für das, was sie da offensichtlich tun? So still ist die Bewunderung gar nicht. Hier ist ja gesagt worden, die Amerikaner machen mehr. Ich finde ja und ich finde das auch richtig. Bewunderung ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe da großen Respekt vor, dass die es sehr viel konsequenter tun, als das Europa tut. Ich bin mir aber ganz sicher, Europa wird es auf kurz oder lang zumindest in ähnlicher Weise auch tun. Leider funktioniert Politik häufig so,
dass man erst aus Schaden klug wird. Das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, welche Dinge auf einmal in Deutschland möglich waren, nachdem Schäden entstanden sind. Das heißt, aus Schaden wird man klug. So funktioniert manchmal deutsche Politik. Ich wünschte mir kluge Politik auch ohne Schaden. Das war sehr deutlich. Und jetzt ist die geografisch rechte Seite dran. Dazu würde ich ja gerne was sagen. Ich bin auch der Meinung, dass man leider oft aus Schaden klug wird. Und deswegen, glaube ich, sollten wir vielleicht mal ganz kurz überlegen, wie die andere Seite überhaupt aussieht, um zu überlegen, ob das nicht der Schaden ist, den wir jetzt schon da erkennen können, den wir bei uns vermeiden müssen. Ja, das ist ja nicht nur dieses Programm PRISM. Ja, die NSA speichert pro Tag, oder pro Stunde besser gesagt, 2 Millionen Gigabyte Daten. E-Mails, Zahlungsverkehr, Fluggastdatenverkehr, was auch immer, Telefongespräche, das wird alles aufgezeichnet. Es gibt eine Datenbank, die daraus entsteht, die nennt sich Main Core. Und in dieser Datenbank werden amerikanische Terrorverdächtige gehandelt. Das sind 2008, als das enthüllt wurde, mehr als 8 Millionen Amerikaner gewesen, die warum auch immer von einem Algorithmus innerhalb dieses Systems als potenziell Terrorverdächtig gewertet wurden. Es gibt parallel dazu ein Programm, das die Welt in 63 Ländern dieser Welt in Echtzeit simuliert, um zu überprüfen, ob dort irgendwelche Veränderungen anfallen, die verdächtig sein könnten. Die Frage ist, wenn man sowas hört, in einem Land, in dem es Gesetze gibt, die es möglich machen, jemanden ohne einen Anwalt, ohne einen Richter und die eine Anhörung, die er jemals bekommen wird, wegzusperren, solange man das möchte, ob das Vorbild ist, das wir uns jetzt als Vorbild nehmen möchten, um uns in diese Richtung zu entwickeln. Das ist doch was, worüber wir reden müssen. Ist das, wo wir hin möchten? Oder wollen wir nicht vielleicht darüber reden, ob es andere Ansätze gibt, wie man Sicherheit etablieren kann? Und da bin ich zum Beispiel überzeugt von. Herr Leuthäuser, ist im Angesicht dieser Dimension nochmal 856.000 Mitarbeiter, das ist fast 1 Million, ist im Angesicht dieser Größenordnung die Verhältnismäßigkeit noch gewahrt? Also es ist natürlich ein gigantischer Apparat, allein schon von den Personen her, aber ich glaube, das, was insgesamt hinter dem Bestreben steht, möglichst sehr viel von Kommunikation, und zwar nicht allein von den Inhalten, sondern gerade von den Verbindungsdaten von Kommunikation zu bekommen, weil das ja selbst Aufschluss über Inhalte, also über Art von Kommunikation gibt. Das ist schon absolut gigantisch. Mit Technik kann man noch 3-mal mehr machen als mit sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, das ist alles in dieser Form in Deutschland nicht vorstellbar. Ich halte das auch für richtig, dass wir vielleicht aus Ihrer Sicht, aus amerikanischer Sicht, Bedenkenträger sind. Wir sind sogar im 21. Jahrhundert der Meinung, Privacy, Privatheit, Schutz der Privatheit ist nicht von vorgestern. Ich teile auch nicht von Eric Schmidt die Einschätzung, Google-Chef, wunderbar, Privatheit war mal, jetzt ist alles öffentlich. Also ich glaube, wir müssen schon, natürlich in geänderten Zeiten, das Internet ist jetzt ja nicht gerade eben mal entstanden, sondern wir haben eine rasend dynamische Entwicklung, uns immer wieder fragen, in welchem Umfang können wir Privatheit erhalten in dieser Zeit? Haben die Bürgerinnen und Bürger wirklich auch ein Interesse daran? Sind sie sich bewusst, was sie im Internet mit auch dem eigenen, was sie von sich aus mitteilen, da auch tun, dass es nicht zurückholbar ist? Also wir haben eine ganz andere Debatte, Privatheit auf der einen Seite, auch im Zeitalter des Internets und der Entwicklung der elektronischen Kommunikation, und auf der anderen Seite Begehrlichkeit von Institutionen, einmal des Staates und zum anderen großer auch Wirtschaftskonzerne an möglichst ganz, ganz vielen Daten der Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte nicht, dass wir zynisch vielleicht mal sagen werden, der beste Datenschutz ist, weil wir so viele Milliarden Datenberge und Friedhöfe haben und da findet man eh nichts. Also ist das der beste Datenschutz? Das möchte ich mit Sicherheit nicht. Uns in der Redaktion, und vielleicht zeige ich Ihnen das mal, liebe Zuschauer, hat eine Geschichte einigermaßen geschockt. Einem Wissenschaftler ist eine ganz einfache Suchanfrage in Berlin offenbar zum Verhängnis geworden. In Aufsätzen des Soziologen André Holm stoßen Fahnder des BKA 2006 auf Ausdrücke wie Gentrifizierung und Prekarisierung. Mit diesen Begriffen wird Holm verdächtig, weil eine mutmaßliche Terrorgruppe die gleichen Begriffe verwendet. Das Bundeskriminalamt erstellt ein Personenraster. Holm wird von nun an mit Frau und Kleinkind rund um die Uhr abgehört und beschattet. Aus seinen Observierungsprotokollen weiß er inzwischen: Wir wurden komplett überwacht, unsere E-Mails wurden komplett mitgelesen. Wir haben auch vor der Online-Durchsuchung offensichtlich Wege gefunden, sich Zugang zu unseren Computern zu schaffen. Dann werden auch Telefone von Freunden und Bekannten
abgehört, dann werden Videokameras vor den Hauseingängen installiert, um jederzeit zu sehen, wann verlässt der Beschuldigte das Haus, mit wem trifft er sich, mit wem geht er nach Hause. Also das heißt, also da verwandelst du dich in einen völlig gläsernen Menschen. Der Soziologe wird von einem Sonderkommando verhaftet. Er sitzt 30 Tage in Einzelhaft in der JVA Moabit, bis der Bundesgerichtshof entscheidet, es gibt keinen dringenden Tatverdacht. Ob er weiter überwacht wurde oder nicht, wusste Holm jahrelang nicht. Mittlerweile wurde das Verfahren gegen den Universitätsdozenten eingestellt. Rainer Wendt, wie verhältnismäßig ist es, wenn aus einer puren Internetanfrage, einer Google-Anfrage, ein solcher Verdacht wird? Also zunächst mal glaube ich das nicht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, ja, Entschuldigung, also ich lebe ja nun schon auch so ein paar Jahre in diesem Rechtsstaat hier. Ich glaube, mir will doch kein Mensch weismachen, dass aufgrund von zwei Google-Einträgen jemand hier 30 Tage in Untersuchungshaft kommt. Das ist doch mit Verlaub ein bisschen dünn. Da müsste man in der Tat mal den gesamten Vorgang gucken und dann kann man das neu bewerten. Wir leben hier in einem Rechtsstaat. Sämtliche Untersuchungsmaßnahmen sind von einem Richter angeordnet worden. Anders geht es hier überhaupt gar nicht. Und auch die Untersuchungshaft ist von Richtern angeordnet worden. Und dass sich ein dringender Tatverdacht nach einer bestimmten Zeit als nicht bestätigt herausstellt, das ist im Übrigen gut im Rechtsstaat, dass man das auch feststellen kann, dass die Polizei nicht immer recht hat und auch die Staatsanwaltschaft nicht immer recht hat, das stellen die Gerichte dann fest. Und dann geht alles auch seinen rechtmäßigen Gang. Aber mit Sicherheit nicht wegen zwei Google-Anfragen. Das ist mir ein bisschen zu kurz und zu platt dargestellt. Das gibt es nicht. Daniel Domscheit-Berg, bei welchen Suchbegriffen muss man Ihrer Meinung nach gewahr sein, dass sie einem gefährlich werden könnte und am nächsten Morgen die Polizei vor der Tür steht? Also ich glaube, das kann man gar nicht mehr einschätzen. Es gibt eine Suchdatenbank von 13.000 Wörtern, die verwendet wird, um das Interesse an Waffen zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise rauszufiltern, das ist so ein großer Wortschatz, diese Wörter kann man vermutlich überhaupt nicht vermeiden. Und da das größte Problem bei dieser Sache ist, ist es vollkommen intransparent. Niemand kann nachvollziehen, nach welchen Kriterien das bewertet wird. Niemand kann nachvollziehen, was die Konsequenz daraus ist. Und entgegen dem, was Herr Wendt gerade gesagt hat, ich habe als Bürger überhaupt keine Möglichkeit, aus dieser Datenbank oder wie auch immer wieder rauszukommen, denn ich weiß überhaupt nicht, ob ich da drin bin. Und somit wird mir als Bürger, als Individuum, das auf einmal verdächtigt wird, warum auch immer, die Möglichkeit genommen, diesen Verdacht zu widerlegen, meine Unschuld zu beweisen oder wie auch immer. Und das ist nicht demokratisch. Das ist kein neues Problem. Ja, nein. Ich meine, Herbert Hoover, der FBI-Direktor, hat schon sehr lange ein Kartei über Feinde von Amerika gehabt, bis hin zu Robert Kennedy. Und es ist jetzt vielleicht einfacher, mit diesen Daten, diese unbegrenzten Datenmengen, vielleicht Spuren hinterherzukommen und Leute in so einen Katalog reinzustellen. Aber ich würde eher einen Algorithmen trauen als mancher Mensch, der einen Fehler macht und dann landet auf eine es ist oft genug passiert, dass der Falsche vorgeworfen ist, dass er was gemacht hat. Und in der heutigen Tag mit der Transparenz, die wir durch diesen Datenspuren haben, ist es einfacher für die Bürger auch, für Snowden oder Manning, dagegen was zu tun und Kontrolle auszuüben. Ihre Angst vor der totalen Kontrolle, die jetzt hier auf dem Raum steht, die teile ich nicht. Denn ich meine, es gibt immer wieder eine gegenseitige Kontrolle. Und es ist auch wichtig zu unterscheiden zwischen dieser alten These, die Gedanken sind frei. Ja, und ich will auch Privatsphäre schützen. Ja, aber die Gedanken sind frei. Aber sobald man diese Gedanken digitalisiert, dann sind die da draußen in den Anbieternetzwerken, wo wir oft auch zustimmen, alle Nutzerbedingungen, einschließlich, dass diese Daten teilen können. Und weil es ist wichtig, auf einer Seite Privatsphäre zu schützen. Aber wir dürfen nicht vergessen, ohne diese Daten könnten wir die Kriminellen oder Terroristen. Das ist Ihre These, dass unsere Freiheit dann in Gefahr wäre. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat schon heftig den Kopf geschüttelt. Wenn Menschen, und es ist eine digitale Informationssammlung, wenn Menschen so gescannt werden, formuliere ich es jetzt auch mal in diesem eher englischen Wort, also so durchleuchtet werden und so digitalisiert durchleuchtet werden. Sind es dann noch freie Menschen in Ihren Augen? Ich denke, sie sind letztendlich nicht frei, nicht im vollumfänglichen Sinne frei. Sie wissen es vielleicht nicht, spüren es deshalb nicht. Sie müssen es aber angesichts dieser Entwicklung natürlich annehmen. Und wenn ich in einer
Angst oder in einer Situation lebe, wo ich sage, das, was ich an Spuren hinterlasse, wenn ich google, wenn ich bei Facebook bin, wenn ich soziale Netzwerke nutze, was auch immer mache, wenn ich Gefahr laufe, dass alle diese Spuren abgegriffen werden von Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten, die ja rechtlich viel weitergehender sind als das, was wir in Deutschland haben. Wenn ich das wissen muss oder befürchten muss, ja, dann bin ich in dem Sinne natürlich nicht frei. Ich glaube, wir müssen Bewusstsein schärfen bei allen Nutzern, dass sie sich von Anfang an, wenn sie sich auch dieser ja großen Chancen bedienen, man darf jetzt nicht nur ein Bild malen, ist alles nur ganz entsetzlich, das sind ja auch Riesenmöglichkeiten der Entfaltung. Ich glaube, wir müssen ganz anders, sehr früh schon, und zwar auch auf geeignete Art und Weise, bewusst machen, dass alles das, was man von sich preisgibt. Neben Ihnen, Herr Dennis, gleich neben anders landet. Ja, auch Sekunde. Bekannt. Ich meine, ich finde es aber falsch zu sagen, dass sobald man Daten freigibt, dann verliert man die Freiheit. Denn in dieser Stadt gibt man unheimlich viele Daten frei. Bestimmt. Meine Einwohneranmeldeamt weiß genau, wo ich vorgehe. Deshalb halte ich Ihre These nicht, dass wir die Freiheit aufgeben. Sondern wir haben die Freiheit, in diese Netze reinzugehen. Und das ist eine unheimliche Freiheit, die wir noch nie vorhatten. Aber wenn daraus Profile gebildet werden von Dritten, was sie nicht wollen, und wenn andere Institutionen daraus Profile bilden und sie einordnen und sie entsprechend speichern und sie nicht was davon erfahren, dann sind sie letztendlich nicht voll. Aber da müssen sie aus Facebook raustreten oder Facebook, was es auch gemacht hat, muss seine Politik ändern. Aber einfach zu sagen, ich werde keine von meinen Daten gespeichert haben, ich fürchte, das ist sehr unrealistisch. Wollen wir nochmal, wir haben auf eine schöne Art und Weise hier zwei Vertreter der amtierenden Koalition, der schwarz-gelben Koalition zu sitzen. Herr Herrmann, ich möchte Ihnen diese Frage auch stellen. Sind Menschen, die auf eine solche Art und Weise gescannt und überprüft werden, in Ihren Augen noch frei? Wollen wir in einer solchen Welt leben? Sind sie in Ihren Augen noch frei? Wir wollen in einer freien Gesellschaft leben und wir haben Freiheitsrechte in der Bundesrepublik Deutschland wie nie zuvor in der Geschichte unseres Landes und ich glaube auch in einer besseren Garantie als in fast allen anderen Ländern der Welt. Und das ist ja interessant. Früher haben wir immer die USA als sozusagen das Optimum an Freiheitsrechten der Bürger garantiert gesehen. Wir sehen, das sieht hier eigentlich jetzt ein bisschen anders aus. Und darum liegt mir da schon dran, dass man die Dinge da nicht so alle in einen Topf wirft. Der Unterschied auf jeden Fall auch zu dem Vorgehen in den USA ist auch, ich kenne die Hintergründe dieses Berliner Falls, den Sie da dargestellt haben, nicht. Aber auf jeden Fall ist die Tatsache erstens, wie der Herr Wendt gesagt hat, es braucht für die Maßnahmen, die getroffen sind, einen Ermittlungsrichter, der das anordnet. Kein Polizist, kein BKA oder dergleichen kann das einfach so machen. Da muss erst ein Ermittlungsrichter anordnen, dass das jetzt geschehen darf. Und wie Sie selbst gesehen, da gibt es den Rechtsweg. Das hat dann der BGH darüber entschieden. Und wie Sie selbst in dem Film dargestellt haben, der gute Mann hat dann ein volles Einsichtsrecht bekommen in die Akten, die da geführt wurden, was da alles gespeichert worden ist und dergleichen. Das ist eine völlig andere Rechtssituation, die wir hier haben, als die Frage, ob jetzt, was wir wissen wollen von den Amerikanern, ob da sozusagen ein beliebiger Zugriff von Nachrichtendiensten auf sozusagen alle nur irgendwo verfügbaren Daten von vornherein gegeben ist, gegebenenfalls womöglich, das wollen wir wissen, ohne dass das jetzt im Einzelfall zum Beispiel irgendein Richter angeordnet hat. Die Sicherheit ist uns wichtig und deshalb müssen wir im Einzelfall schon solchen Dingen nachgehen können. Das gilt natürlich auch für die internationalen Kontakte. Aber auch da ist nochmal ein Unterschied, ob ich hinschaue und sage, hier im Umfeld, meinetwegen von Al-Qaida, werden Telefonate aus Saudi-Arabien, aus Pakistan, aus Afghanistan entsprechend überwacht. Gut, aber darüber reden wir ja nicht. Ja, eben, aber das ist der Unterschied. Wir brauchen solche Maßnahmen. Aber es ist ein Unterschied zu der Frage, ob irgendjemand die Möglichkeit hat, sozusagen beliebig die gesamte Telekommunikation aus einem bestimmten Bereich wahllos zu überwachen. Und das sagen wir ganz klar, das darf übrigens auch nach der geltenden Rechtslage, das darf auch der BND nicht wahllos die gesamte Telekommunikation aus einem Bereich überwachen. Obwohl, weil Sie es vorhin noch mal erwähnten, auch in Bezug auf den Berliner Fall, ab 1.7. werden sich die Gesetze ändern, Herr Wendt. Es wird auch für den BND leichter sein und ohne eine vorrichterliche Anfrage gewisse Überprüfungen vorzunehmen. Da hat der BND offensichtlich und haben die entsprechenden exekutiven Kräfte offensichtlich kräftig gearbeitet. Wenn das, das Gesetz geändert hat, dann hat die Bundesjustizministerin gearbeitet. Die muss es ja vorgelegt haben. Mhm.
Naja, also auf jeden Fall hat der BND... Also habe ich keinen Zweifel daran, dass das rechtsstaatlich einwandfrei und verhältnismäßig und auch datenschutzrechtlich zu 100% abgesichert ist. Wissen Sie, mit den Nachrichtendiensten und auch die Geheimdienste haben, wie manche Abteilungen auch der Polizeien, die stecken ja in einem Auftragsdilemma, das ihnen vorgibt, bestimmte Dinge eben tatsächlich geheim zu halten, weil sonst die Bekanntgabe ihrer Einsatztaktik, ihrer Strategien und ihrer Einsatzmethoden den Einsatzerfolg gefährden würde und weil sie möglicherweise bei Bekanntgabe bestimmter Ermittlungsmethoden auch gegen Gesetze verstoßen würden. Und das ist jetzt dann die Sekunde oder der Moment, wo dann alle auf den Plan treten, immer munter drauf los, beschuldigen und unterstellen können und die Dienste sich in der Regel nicht wehren können. Das ist im Übrigen dann aber auch die Stunde, wo ich erwarte, dass Politiker, die uns in diese Einsätze schicken, sich dann schützend vor die Sicherheitsbehörden stellen und sich nicht auch noch an diesen Verschwörungstheorien beteiligen oder die befleißigen. Das hat Barack Obama, wie ich meine, sehr vorbildlich, sehr schnell getan. Hans-Peter Friedrich übrigens auch. Und das erwarte ich auch von allen deutschen Politikern, dass sie das immer zu jeder Zeit tun, ihre Sicherheitsbehörden auch schützen. Moment, da muss ich echt mal reingrätschen. Also, wenn wir mal einen Moment mal überlegen, wir sitzen nicht innerhalb dieses Studios und beschäftigen uns somit innerhalb des Systems, was da vielleicht so noch optimiert werden kann oder wer was machen soll. Die Bürgerinnen und Bürger da draußen, die haben gerade keine Ahnung, ob ihre E-Mails nicht gerade mitgelesen werden und die haben keine Chance darauf, Transparenz darüber zu schaffen, was mit den Daten passiert. Das heißt, so mir nichts, dir nichts, werfen wir jetzt gerade also, mal ein Recht auf Privatsphäre. Ich darf ausreden, ne? dass man einfach das Recht auf Privatsphäre plötzlich so verliert und das sehenden Auges hier so mit unterstellt wird. Das geht nicht. Wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen, was ganz viele Bürgerinnen und Bürger jetzt schon verloren haben ins Internet. Und die sind in den letzten Jahren erst darauf gekommen, dass das Internet was Spannendes sein kann und das Vertrauen müssen wir denen von politischer Seite. Sie sagen auf jeden Fall... Die Kriminellen im Internet. Dafür gibt es ja Möglichkeiten, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und das ist Aufgabe von Politik. Erstens nämlich mit einer vernünftigen parlamentarischen Kontrolle. Und wir wissen, dass nach der Entdeckung des NSU, dass es hier durchaus teilweise erhebliche Optimierungspotenziale gibt, was die parlamentarische Kontrolle angeht. Ja, die Fraktion, ja, die Parteien auch. Da ist ja den Sicherheitsbehörden immer vorgeworfen worden, dass sie zu wenig getan haben. Ja, aber auch die Partei von Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat sehr gute Vorschläge da vorgelegt. Aber Ihr Appell ist ja angekommen. Wir können jetzt Frau Leutheusser-Schnarrenberger fragen, warum sie eigentlich nicht mehr für die Dienste tut. Herr Wendt formuliert eigentlich, dass sie es in ihren Augen ist es einigermaßen bigott, sich jetzt hinzustellen und die Amerikaner zu kritisieren, wenn man eigentlich darauf angewiesen ist, aus Amerika diese Informationen zu bekommen. Ich gebe die Frage so weiter. Also, ich glaube, es ist sogar die Aufgabe gerade einer Bundesjustizministerin, da, wo es um die Frage geht, in welchem Umfang, wie werden Daten möglicherweise direkt bei Servern von Unternehmen abgegriffen, und zwar ohne jegliche Differenzierung, um aus all diesen Daten heraus auch das Mitlesen, hat ja Herr Snowden gesagt, es werden die Gedanken mitgelesen. Ich wiederhole das nur als Zitat. Wir können es ja nicht beurteilen, wir wollen es ja endlich mal wissen. Was ist das für ein Programm, was passiert da? Und ich glaube, es ist unsere Pflicht und Aufgabe, dann als Ministerin, gerade als Justizministerin, einmal alles zu tun, damit das, was in einem Umfang an Datengewinn passiert und hier in Deutschland nicht zulässig wäre und in dieser Form wir auch alle nicht wollen, dass das auch in der Form nicht so austauscht wird. Das ist schon auch unsere gemeinsame Aufgabe, Terrorismus möglichst erfolgreich zu bekämpfen. Genau, dazu kommen wir nochmal. Also, was ist denn seit 9/11 gemacht worden mit der Gesetzgebung? Es funktioniert doch vorne und hinten nicht. Ich wollte ganz schnell nochmal eine Geschichte zeigen, weil wir dann nämlich genau zu den Reaktionen von europäischen Politikern kommen und an dieser Stelle sofort weiter diskutieren. Er, der große Bürgerrechtspräsident, muss in diesen Tagen Erklärungen liefern, welche Daten sein Geheimdienst aus aller Welt abgesaugt hat. Die Regierung Obama gibt zu, dass Internetverbindungen von Nutzern weltweit, auch in Europa, systematisch ausspioniert werden. Alles im Namen der Sicherheit. Besonders Deutschland steht im Radar der Überwachung, genauso nämlich wie die USA selbst oder zum Beispiel Saudi-Arabien gescannt werden. Sie spricht von Balance und juristischem Neuland. Andere werden deutlicher. Zunächst einmal müssen die Bürgerrechte unserer Bürger hier in Deutschland und in Europa gewahrt bleiben. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir aus der Sicht des amerikanischen Geheimdienstes Bürger zweiter oder dritter Klasse sind. Der CSU-Europapolitiker Markus Ferber spricht von Stasi-Methoden auf amerikanisch,
Ich dachte, diese Zeit haben wir mit dem Ende der DDR überwunden. Die Frage geht erst an Herrn Dennison und dann an Herrn Herrmann. Herr Herrmann, heute hat sich auch das Europäische Parlament, und zwar ausgerechnet die konservative Volkspartei, die EVP, genau mit dieser Formulierung, jetzt darf keine Verbraucher erster und zweiter Klasse, gegen Prism gewärmt und gegen diese Form von Überwachung und von Scannung. Befürchten Sie, dass es auch in den USA eine Wolte geben könnte, dass sogar konservative und nicht nur demokratische Politiker finden, dass das zu weit geht? In einer Demokratie ist die Geheimhaltung immer ein schwieriges, spannungsgeladenes Thema. Mhm. Und in dieser Zeit, denke ich, hat Amerika eine Balance gefunden zwischen Freiheit und Sicherheit der Datenströme, die im Vergleich mit das, was George Bush nach 9/11 eingeführt hat, meiner Meinung nach sehr vernünftig ist. Also, dass wir eine Balance gefunden haben. Aber die Technologie ändert sich ständig und die Gesetze und die Diskussion muss sich auch ständig ändern. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in Deutschland, wenigstens nach einem Angriff wie der Boston Marathon Bomber, sagen werden, es ist gut, dass wir keine Daten gespeichert haben über Telefonate, die stattgefunden haben, zwischen diesem Boston Marathon Bomber und all seinen verschiedenen Netzwerken. Und nur wenn wir, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, nur wenn wir alle Daten im Sinne von Verbindungsdaten, ob E-Mail oder Telefonat, sammeln, ist es möglich, nachher die digitalen Spuren von einem Telefonnummer oder einem E-Mail zurückzuverfolgen. Es gibt Leute, die vielleicht sagen, wir sollen diese Daten nicht speichern, denn die digitalen Spuren von den Bösen in dieser Welt, ob die Hacker sind oder Terroristen, wollen wir nicht spüren. Aber ich bin der Meinung, dieses Internet und seine Sicherheit ist mir genug wert, dass ich bereit bin, meine Informationen zu geben, sodass ich diese freie Zugang zu Informationen haben kann. Gut, ich wollte auf jeden Fall auch diese Frage noch mal weitergeben und muss Herrn Herrmann aber noch nach Ihrem Kollegen fragen, der tatsächlich zu dem Vergleich mit dem Stasi-System griff und formulierte, dass das Stasi-System auf amerikanisch sei und dass es eine im Grunde ja, dass es gleichzusetzen sei mit der Form, in welchem überbordenden Maß Daten gesammelt werden, um dann hinterher zu gucken, ob die eigentlich irgendwie von Nutzen sind. Schließen Sie sich Ihrem Parteifreund an? Also sowohl Stasi wie Nazi-Vergleiche sind meine Sache nicht. Aber das, wie das hier vorgegangen wurde oder wie das jedenfalls jetzt im Raum steht, dass seitens der Nachrichtendienste in Amerika vorgegangen wird, das wirft in der Tat natürlich schon problematische Fragen auf. Das konkrete Beispiel, das Sie gerade genannt haben, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber das Problem, weshalb es ja nicht nur bei uns, sondern so wie ich die Medien verstehe, ja auch in Amerika im Moment eine aufgeregte Diskussion gibt, ist, dass auch amerikanische Bürger mit Erstaunen zur Kenntnis genommen haben. Ja, und das ist eben wiederum der Unterschied, dass bei uns klar ist, was die Nachrichtendienste dürfen und offensichtlich auch den amerikanischen Bürgern in dem Punkt nicht so sehr, dass sie mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass da die NSA Zugriff hat, wenn das stimmt, was hier publiziert worden ist, zum Beispiel auf alles, was Facebook hat, auf alles, was Google hat. Und das haben bisher amerikanische Bürger offensichtlich auch nicht gewusst und war ihnen jedenfalls nicht bewusst. Ja, Entschuldigung, also nehme ich jedenfalls im Moment die Nachrichten wahr. Es gab immer wieder Enthüllungen. Entschuldigung, das ist wiederum der Punkt, das ist schon ein Unterschied. Ob ich hier im Einzelfall zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, nach einem so grässlichen Bombenanschlag wie in Boston, die Möglichkeit habe, dann im Einzelfall bestimmten Telefondaten hinterher zu spüren. Ja, oder ob ein Nachrichtendienst, ja, Entschuldigung, oder ob ich die Möglichkeit, generell grundsätzlich, wie das offensichtlich jetzt ja zutage liegt, diese Unternehmen den gesamten Inhalt ihrer Kommunikation der NSA zur Verfügung stellen müssen. Und das sage ich in der Tat, ich bin für Sicherheit, aber das scheint mir in der Tat doch zu weit zu gehen. Eine Frage an Daniel Domscheit-Berg. Was die Dienste anführen und zu Recht anführen, ist, dass sie wenigstens 50 Überfälle und Anschläge verhindert haben. Mhm. Ja. Dass also diese Form von Überwachung und von geheimdienstlicher Tätigkeit natürlich auch Menschenleben gerettet hat, sicher in Größenordnung Menschenleben gerettet hat. Ist das in Ihren Augen zu wenig wert? Mein Problem bei der Sache ist, dass mir auch da komplett die Transparenz fehlt. Ich höre immer nur 50 Incidents, die hier verhindert wurden. Aber niemand kann mir erklären, wie das zusammenhängt. Ich möchte gerne wissen, welche Art von Informationen, die hier
zur Verfügung gestellt wurde, dazu geführt hat, dass hier etwas verhindert wurde. Mir kann ja nicht mal jemand sagen, was hier verhindert wurde. Da kommen immer nur Ankündigungen darüber, dass es da was gibt, ja, aber ansonsten wird er nicht... ist nun der ganze Sachverhalt auch doch wirklich hinreichend auch in der deutschen Öffentlichkeit bekannt. Da hat er, Entschuldigung, auch in Deutschland, da hat ein öffentlicher Gerichtsprozess stattgefunden. Das ist nicht keine Geheimsache. Da hat ein öffentlicher Prozess vor einem Oberlandesgericht mitten in Deutschland in öffentlicher Verhandlung stattgefunden. Der Sachverhalt der Sauerland-Attentäter ist so klar wie irgendwas für die gesamte deutsche Gesellschaft, für jedermann, der sich dafür interessiert hat. Ja, also das ist, dass da jemand vor fünf Jahren versucht hat, einen großen Terroranschlag in Deutschland vorzubereiten und dass es in der Tat aufgrund von ursprünglichen Hinweisen der amerikanischen Nachdienste, die deutschen Sicherheitsbehörden erstmal überhaupt auf diese Gruppe aufmerksam wurden und deshalb rechtzeitig diesen Anschlag verhindern konnten, das ist nun wirklich ja kein Geheimnis. Da gibt es auch keine Unklarheiten im Sachverhalt, sondern die sind in einem ordentlichen deutschen Gerichtsverfahren dann entsprechend auch verurteilt worden. Gut. Also da braucht man nichts hineingeheimnissen, sondern das ist völlig klar. Und in dem Fall, sage ich auch klipp und klar, bin ich den Amerikanern dankbar dafür, dass sie diese Information geliefert haben. Da braucht man gar nicht drum herum reden. Herr Wendt freut sich über die erste Unterstützung an diesem Abend durch Herrn Herrmann. Nochmal die Frage, der Boston-Marathon konnte nicht verhindert werden. Der hätte verhindert werden können. Der Anschlag konnte nicht verhindert werden. Alle Informationen darüber, dass diese beiden Personen verdächtig waren, wurden über zum Beispiel die russischen Geheimdienste mehrfach an das FBI weitergegeben. Die waren sogar vorgeladen zu verschiedenen Befragungen. Also eigentlich hätte man, wenn man normale Polizeiarbeit geleistet hätte, da fündig werden können. Und das ist genau das, wo ich auch dem Argument von vorhin widerspreche. Die algorithmische Suche nach oder das Auswerten auf Algorithmenbasis ist überhaupt bei weitem nicht so zuverlässig wie die menschliche Komponente in einer solchen Untersuchung. Denn was Sie haben, ist ein Wust von Daten. Sie haben so viel mehr Daten als das, was jemals ein Mensch auswerten könnte. Und alle diese Daten werden von Systemen, die ja auch von Menschen gemacht werden müssen, von Expertensystemen irgendwie bewertet. Und die Fehlerquote dabei ist so hoch, dass genau das Fehlen einer menschlichen Einschätzung, einer normalen empathischen Einschätzung in der Regel das ist, was zu so vielen Problemen und Fehlern in diesem System führt. Dieser Anschlag wurde nicht verhindert. Dieser Anschlag wurde nicht verhindert, weil in der Tat Menschen in der Bewertung der Informationen, die vermittelt wurden, Fehler gemacht haben. Und das zeigt, dass es eine hundertprozentige Sicherheit auch bei besten Maßnahmen nicht geben kann. Das zeigt aber auch, wir wissen aber auch, dass viele Dinge verhindert werden konnten. Und die sind es wert, dass man sich auch diesem Thema zuwendet. Worüber wir jetzt auch werden nachdenken müssen, ist doch, kann man denn wirklich alle Ermittlungswege der Dienste offenlegen, sodass jeder wirklich jeden einzelnen Schritt wird nachvollziehen können, das wird nicht gehen. Da sind die nicht Geheimdienste, da sind die Bildzeitung oder sonst irgendwas, aber nicht mehr Geheimdienste. Und das ist das Dilemma, in dem die Dienste auch stecken. Gut. Sie haben tatsächlich, und das würde ich Ihnen auch ganz schnell noch zeigen, mit der Art und Weise auch über diese Dinge zu informieren und sie offenzulegen, Edward Snowden nämlich, eine Reihe von Menschen enttäuscht, die anderswo in der Welt unterwegs sind und für eben diese Freiheit kämpfen. Und einer von ihnen ist ein chinesischer Künstler, den Sie kennen. Kritik kommt aus China. Der Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei reagierte schockiert auf den amerikanischen Machtmissbrauch, der in den USA genauso streng zu bekämpfen sei wie in seinem Heimatland China. Eine Nation wie die USA mit ihrem technischen Fortschritt sollte diese Macht nicht ausnutzen. Wenn die Menschen Angst haben und denken, dass die Regierung auf alles Zugriff hat, entsteht eine Selbstzensur des freien Denkens. Das ist gefährlich für die menschliche Entwicklung. Herr Wendt, ich frage Sie noch mal. Welche Argumente haben wir eigentlich noch dagegen, wenn uns Menschen fragen, was uns noch von China und Russland unterscheidet? Also zunächst einmal sind wir ein demokratischer Rechtsstaat. Wir haben eine Verwaltung, die an Recht und Gesetz gebunden ist. Wir haben frei gewählte Parlamente und Regierungen. Wir haben unabhängige Gerichte. Wir haben Staatsanwaltschaften, die zuverlässig ermitteln und deren Ermittlungsergebnisse immer wieder auch nachgeprüft werden. Und wir haben nun mit diesen Staaten, was unsere gesellschaftliche Struktur angeht, nichts, aber auch gar nichts gemeinsam. Und wir sind ein demokratischer Rechtsstaat und da können wir auch stolz drauf sein. Und ich fühle mich in diesem Rechtsstaat weder unfrei, noch permanent beobachtet, noch sonst irgendwie ausgespäht. Ich glaube, da ist auch viel Unfug dabei. Frau Just, welche Argumente haben wir noch gegen die Chinesen?
Ich finde, wenn wir dieses Zitat, was da gerade eingeblendet wurde, dass da ein Angriff auf das freie Denken, wofür das Internet eigentlich auch mal angetreten ist, dass es ein Ort des freien Denkens sein kann, das ist doch wirklich was, was wir uns zu Herzen nehmen sollten, wo wir sagen, wie können wir diesen Raum eigentlich noch so offen halten, wie er denn sein muss. Mhm. Auf der einen Seite muss einfach der massive Daten, also die Ansprüche, die wir in Deutschland haben an Datenschutz, die sehr, sehr hoch sind, müssen wir gegenüber den USA verteidigen, das muss klar sein. Und auf der anderen Seite muss es im Netz ein Recht auf Vergessen geben, das gibt es nämlich nicht. Und das ist eine Problematik, wenn man sich heute denkt, wird mein Facebook eigentlich mitgelesen? Und man weiß, wenn ich mein Facebook-Profil lösche, dann ist es noch gar nicht weg, sondern dann können diese Daten weiterhin verfügt werden. Das sind doch Sachen, wo man auf Unternehmensebene angreifen muss und sagen muss, Leute, ihr müsst auch nach europäischem Recht, nach deutschem Recht, müsst ihr auch spielen, wenn ihr bei uns diese Dienste angebt. Das heißt, da müssen wir richtig die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Offenheit und Transparenz und das demokratische Miteinander weiterhin bestehen bleiben. Und dafür stand doch immer das Netz. Und dafür müssen wir uns doch einsetzen. Deshalb machen wir ja auf europäischer Ebene. Und deshalb verhandeln wir ja auf europäischer Ebene eine Datenschutzgrundverordnung sehr intensiv. Ich hoffe, dass durch die Debatte jetzt ein Aspekt in dieser Diskussion neu doch Konjunktur bekommt. Das wird Ihnen jetzt gar nicht passen. Nämlich, dass wieder die Regelung, die mal ursprünglich im Entwurf drin war, reingenommen wird, dass Daten, die an Drittstaaten übermittelt werden, dass es dafür einer Grundlage bedarf, eines Abkommens bedarf. Das heißt dann natürlich an Drittstaaten, sei es in den Vereinigten Staaten, aber sei es Russland, sei es China, wohin auch immer. Das heißt, das ist dann auch eine Verpflichtung für die Unternehmen. Und die Unternehmen haben ja interessanterweise Google und Microsoft letzte Woche, als wir sie zum Gespräch hier in Deutschland gebeten haben, ins Ministerium, uns gebeten, wir sollten uns ganz dringend bei der amerikanischen Regierung dafür einsetzen, dass sie von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden werden, damit sie aus ureigenem wirtschaftlichen und Industrieinteressen heraus endlich mehr bekannt geben können. Haben sie uns gefragt, wir sollten das vortragen. Das haben wir jetzt natürlich auch wieder gegenüber der amerikanischen Seite gebracht. Aber ich glaube, das zeigt, wir können etwas tun, indem wir einen richtigen Rahmen europaweit europäischen Rechtes schaffen. Genau. Interessanter Punkt. Wir sind nicht handlungsunfähig, sonst entsteht so ein Eindruck, da ist so ein Netz und wir können gar nichts tun, genau. Alle überwachen uns, wir können was tun. Die Internetriesen, liebe Zuschauer, sind nicht ganz so auskunftsfreudig, wie sie es gerne von ihren Kunden erwarten. Wir haben sowohl bei Google Europa als auch bei Facebook, als auch bei Twitter gefragt, als auch bei Microsoft Europa gefragt, ob nicht jemand in diese Sendung kommen würde. Wir waren damit leider nicht erfolgreich. Es gibt hier in Deutschland eine Vereinigung von vielen Firmen, die unter anderem die deutschen Repräsentanzen dieser großen Amerikaner Firmen auch betreut. Die heißt Bitkom und ihr Hauptgeschäftsführer ist heute bei uns. Er heißt Bernhard Rohleder. Herr Rohleder, erstmal kriegen Sie die Tapferkeitsmedaille. Einen schönen guten Abend. Ja. Vielen Dank für die Medaille. Die große Frage, die sich auch diese Runde stellt und die wir am Ende schwer beantworten können und vielleicht mit Ihrer Hilfe beantworten können. Was wissen diese Firmen, über die wir reden, eigentlich von dem, was NSA und andere Geheimdienste mit Ihnen und in Ihnen tut? Und gibt es Formen der Zusammenarbeit? Ich würde Ihnen gerne sagen, was die Firmen wissen, wenn ich es denn selbst wüsste. Aber das zeichnet ja auch die Runde heute Abend aus, dass wir in Deutschland im Nebel stehen, dass wir einfach zu wenig wissen. Und worum es gehen muss, ist, dass wir die Nebelschleier lüften. Und zwar nicht nur retrospektiv, was die Zusammenarbeit in der Vergangenheit angeht, sondern auch prospektiv, nämlich was die weiteren Entwicklungen, die weiteren Aktivitäten in der Zukunft angeht. Und hier kooperieren die Firmen natürlich in den USA, wie sie das überall auf der Welt tun, weil sie dazu gesetzlich gezwungen sind. Sie sind dazu verpflichtet. Wir haben jetzt in den letzten Tagen auch gelesen, dass Zahlen in vierstelliger Größenordnung von Google als Anfrage weiter an die Öffentlichkeit gegeben wurde. Facebook hat gesagt, dass es auch im vier- oder fünfstelligen Bereich in den letzten Jahren Anfragen der Überprüfungen durch die NSA gegeben hat. Aber da sagen Sie, das sind eben nicht die Zahlen, von denen wir eigentlich reden. Es sind nicht die Scans, über die wir hier sprechen. Die Scans, über die wir hier sprechen, sind eine Teilmenge daraus. Also die Unternehmen können Globalzahlen kommunizieren. Die liegen zwischen 5.000, 6.000 und 20.000 im halben Jahr in den USA und im Übrigen in ähnlicher Größenordnung, relativ gemessen an der Größe unseres Landes in Deutschland. Es ist also kein rein US-amerikanisches Phänomen, sondern es wird überall auf der Welt überwacht.
hier in Europa und natürlich auch in den USA. Glauben Sie, dass es eine echte Zusammenarbeit gibt, von der gegebenenfalls die Firmenchefs von Microsoft und Facebook und Twitter gar nichts wissen, weil die NSA zu einzelnen Mitarbeitern dieser Konzerne Verbindung aufgenommen hat und darüber natürlich eine Verschwiegenheitspflicht herrscht? Also mir fehlt an der Stelle tatsächlich die Fantasie. Die Unternehmen haben ja nicht nur Presseerklärungen herausgegeben und strikt abgewiesen, diese Vermutungen, die kolportiert wurden, sondern es ist der Chef des Unternehmens mit seinem guten Namen an die Öffentlichkeit gegangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich diesem Risiko aussetzen würde, wenn er befürchten müsste, dass er in 2 Jahren an den Haaren in die Öffentlichkeit gezogen wird und sich dort wird vorhalten lassen müssen, dass er gelogen hat. Wir haben vorhin auch diskutiert, warum man sich eigentlich so auf Deutschland konzentriert und haben eine Antwort angeboten bekommen von Andrew Dennison. Vermutet wird auch, dass wir besonders interessant sind, weil wir ein besonders wirtschaftlich erfolgreiches Land sind, dass also auch Wirtschaftsspionage stattfinden kann auf diesem Weg. Wie groß ist da eigentlich Ihre Befürchtung? Also wir sind als Technologiestandort sicherlich attraktiver als jedes andere Land auf der Welt. Und das mag auch erklären, dass es besondere Aktivitäten hier in Deutschland gibt. Und Wirtschaftsspionage gehört nun mal zum Auftrag der NSA, aber nicht erst seit gestern, sondern schon immer. Man kann das kritisieren, aber man darf sich darüber nicht wundern, dass die NSA ihrem Auftrag nachkommt. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass Unternehmen richtig Schaden nehmen? Die Branche insgesamt wird Schaden nehmen und nicht nur die US-amerikanischen Mutterhäuser, sondern die Branche hier in Deutschland, weil Vertrauen zerstört wurde. Das haben wir über mehrere Jahre intensiv aufgebaut in Deutschland, nachdem es auch hier Datenschutzskandale gab. Und es liegt jetzt in Scherben und jetzt ist es an uns gemeinsam, durch Transparenz Vertrauen wiederherzustellen und das auch zu rechtfertigen. Herr Ruhleder, toll, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Daniel Dumscheidberg, ist für Sie vorstellbar, dass wir tatsächlich über Größenordnung von 4-stelligen, 5-stelligen Anfragen durch die Geheimdienste reden oder wird es einen größeren Umfang haben? Also ich glaube genau genommen, dass das ein rhetorischer Trick ist. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es eine direkte Möglichkeit gibt, all diese Daten abzugreifen, ohne dass man eine Anfrage stellen muss. Und genau das ist der Knackpunkt hier rhetorisch. Man kann eine Zahl rausgeben, diese Zahl wird sogar stimmen und das wird vermutlich die Zahl der aktiven Anfragen sein und nicht die Zahl der Zugriffe, die stattfinden können, weil man einen direkten Zugang zum System hat. Ja, und so kann man eine Zahl rausgeben und hier etwas in den Raum stellen, ohne dass man lügt dabei, aber man verschweigt, dass eigentlich trotzdem viel mehr solcher Zugriffe stattfinden, weil man eben nicht drum danach fragen muss. Frau Leuthäuser, Ihre Erklärung? Also ich kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, es wird bei allem, was jetzt so an Zahlen auch teilweise von Unternehmen genannt wird, nie so richtig unterschieden. Was sind Anfragen aufgrund von PRISM? Was sind Anfragen aufgrund des Patriot Acts, aufgrund anderer Rechtsgrundlagen? Was ist Telefonabhören? Also große Sicherheitsgesetze. Genau. Was ist wirklich konkret gezielt mal eine Individualabfrage im Hinblick auf Telefonüberwachung? Das ist natürlich bei uns in unserer Strafprozessordnung geregelt unter Voraussetzungen. Da kann man auch gezielt individuell, wenn man einen Verdacht hat, Telefon abhören. Aber wir reden über das massenhafte Abgreifen. Und ich denke, alles, was bisher an Zahlen vorliegt, ist eben noch sehr unklar. Es wird nicht differenziert. Google sagt selbst, wir können die Zahlen, die wir preisgeben wollen, nicht preisgeben, weil wir nicht die Genehmigung der amerikanischen Regierung haben. Also ich denke, wir stochern noch im Nebel. Aber ein Punkt ist ganz wichtig und das ist, die NSA betreibt keine Wirtschaftsspionage. Ach, und dieser Vorwurf, dass die amerikanischen Geheimdienste in Deutschland Wirtschaftsspionage machen, ist seit Anfang der Republik gekommen. Echt? Aber das Problem damit ist, wenn die amerikanischen Dienste das machen, welche Firma würden die das geben? Microsoft oder Google? Denn in Amerika, anders als China, wo Wirtschaftsspionage eindeutig gemacht wird, gibt es ja eine freie Markt und der eine Lobby gegen der andere Lobby. In dem Sinn ist es nicht, es ist viel einfacher zu sagen, die machen Wirtschaftsspionage, als zu behaupten, dass irgendwelche Firmen daraus Gewinn machen. Denn es ist eine Sache, wenn man diese Daten benutzt, um Kriminelle und Terroristen zu bekämpfen. Es ist eine ganz andere Sache, wenn man diese Daten benutzt für politische Vorteile, wie Richard Nixon mal gemacht hat, oder wenn man Sachen versteckt mit schwarzen Koffern und so. Das ist was ganz anderes. Aber wenn diese Daten benutzt werden für Firmenvorteile auch natürlich ein großes Problem. Aber zu sagen, weil die Möglichkeit der politischen oder wirtschaftlichen Missbrauch besteht, sollen wir das mit der Sicherheitsfahndung lassen in dieser neuen Zeitalter, das finde ich wirklich falsch. Und diese Firmen, die werden nicht alle
Elementen abgehört, sondern man muss sich auch vorstellen, diese Regierung, wie kann es denn diese Wust von Daten überhaupt erarbeiten? Und darum geht's ja gar nicht. Und es gibt so viele Fehler, die sie machen. Sie haben ja den, ich meine damals schon, aber den Kalten Kriegsende nicht gesehen, den arabischen Frühling haben sie nicht gesehen, diese Boston-Bombe haben die auch nicht vorher gefangen. Also ich bin etwas. Das ist doch eine Argumentation gegen das massenhafte Zugreifen. Daniel, nochmal. Nein, es ist das Letzte, was wir machen können, ist die Daten speichern und vielleicht im Nachhinein zurückgehen und schauen, welche Netzwerke hinter einem Attentat standen. Stichwort nochmal Wirtschaftsspionage. Es geht doch gar nicht darum, welcher Firma jetzt vielleicht Informationen über unsere Kompetenzen hier in Deutschland zugespielt werden oder so, sondern es geht darum, dass sie immer einen Vorteil haben, einen strategischen Vorteil, je mehr sie wissen. Sie wissen etwas über andere Firmen, sie wissen über die Menschen, die da beteiligt sind, sie können andere Leute erpressen, sie können Firmen erpressen und sie wissen einfach vielleicht nur, in welche Richtung eine bestimmte Entwicklung geht. Und auch das ist schon ein Vorteil, ohne dass sie jetzt irgendwelche technologischen... Aber wir wollen wissen, welche Technologien nach Iran exportiert werden. Dass sich jetzt alle Beteiligten an solchen Unterstellungs- und Spekulationswettbewerben was sagen, was könnte beteiligen. Es ist ein ganz interessantes Argument und Vertrauen ist ein ganz gutes Wort. Und diese, das schafft man aber nicht dadurch, dass man die Instrumente, die für mehr Sicherheit sorgen, diskreditiert, sondern dass man die Kontrollmechanismen optimal ausstattet. Über die parlamentarische Kontrolle haben wir gesprochen. Ich bin auch dafür, einmal einen Blick darauf zu werfen, ob wir unsere Gerichte, unsere Staatsanwaltschaften vernünftig ausstatten, mit Personal, mit Technik, mit Möglichkeiten, damit die wirklich materiell die Dinge auch vernünftig prüfen können. Und da müssen wir mehr Geld in der Tat in die Hand nehmen. Das ist bei der Justiz so, das ist bei den Diensten so und das ist auch bei der Polizei so. Wenn wir die Dienste nicht vernünftig ausstatten, dann werden wir auch kein Vertrauen schaffen, die Dienste zu diskreditieren und ihre Instrumente zu diskreditieren, einfach nur auf den blauen Dunst hin und auf Spekulationen, das führt uns nicht weiter. Aber das machen wir seit zwei Jahren. Aber erstmal misstrauen wir offensichtlich jedem Bürger, gegebenenfalls, und unterstellen ihm... Oder wenigstens potenziell unterstellen ihm. Genau, wie wir jeden Politiker misstrauen. Das nennt sich diese gegenseitige Kontrolle. Das ist aber ein Unterschied, denn der Politiker übt Macht aus und muss kontrolliert werden von irgendwem, genau wie jemand in der Wirtschaft oder wo auch immer. Und der muss kontrolliert werden, der Bürger muss nicht kontrolliert werden. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Doch, der muss kontrolliert werden, dass er seine Steuern bezahlt, zum Beispiel. Ja. Okay. Das gilt dann aber auch nicht für alle. Ja, das ist eine andere Frage, also aber das hat nicht mit dem Prinzip der Kontrolle zu tun. Er muss nicht permanent kontrolliert werden im Hinblick auf jedes Verhalten. Wo kommen wir denn dahin? Dann haben wir doch wirklich eine Totalüberwachung, wenn nicht jedes Verhalten von Bürgern nachvollziehen können wir. Aber weil wir in dieser Bundesregierung ganz sensibel mit diesen Fragen umgehen, haben wir ja auch nicht die anlasslose Vorratsdatenspeicherung bisher geschaffen. Die kam aus der letzten Legislaturperiode von SPD, CDU und CSU. Sie besteht nicht mehr. Wir haben dort wirklich in einigen Aspekten unterschiedliche Auffassungen. Aber ich glaube, wenn wir mal von dieser Sache weggehen, dann werden wir ja eine Gerichtsklärung auch bekommen, ganz grundsätzlicher Art. Mhm. Wenn wir aber mal davon weggehen, ich glaube, es zeigt sich, dass es gut ist, wenn man alle Instrumente auch immer wieder ab und zu mal hinterfragt und sagt, was bringen sie, wie entwickeln sie sich, mal wieder evaluieren. Ja, also da kann man sagen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Noch ein bisschen konkreter, wäre nicht eigentlich der deutsche Staat dazu verpflichtet, gegebenenfalls die deutschen Bürger vor solcher Art Zugriffen dann auch zu schützen? Absolut. Ja, aber das ist in der Tat natürlich genau der Punkt. Und deshalb müssen wir natürlich drüber reden. Erstens schon mal auch unter Verbraucherschutzgesichtspunkten sind sich eigentlich Deutsche, die in Facebook gehen, die in Google unterwegs sind und dergleichen bewusst, was sie, formal tippt jeder ein, dass er einverstanden ist mit den Geschäftsbedingungen. Mhm, genau. Aber sind sich die Menschen wirklich bewusst, was sie da tun? Und ist sich zum Beispiel ein junger Mensch, der mit ein paar Freunden in Facebook, was weiß ich jetzt, zwischen München und Hamburg und dergleichen kommuniziert, ist der sich richtig bewusst, da müssen wir in der Tat in der Öffentlichkeit reden, dass diese Daten alle über einen amerikanischen Server laufen und dass dann die natürlich zunächst einmal auf jeden Fall
ökonomisch alle ausgewertet werden, denn diese ganzen Unternehmen, man kann kostenlos da unterwegs sein. Wovon leben die? Die leben davon, dass diese Daten, mit denen sie arbeiten, letztendlich wirtschaftlich verwertet werden. Das ist ja schon mal der erste Punkt, allein schon innerhalb der Unternehmen. Das ist noch gar nichts Illegales, aber auch das sind sich unter Verbraucherschutzgesichtspunkten viele bei uns schon gar nicht richtig bewusst. Und jetzt erfahren wir, das muss aber dringend geklärt werden, das gehört nochmal zu der Frage, die die Amerikaner beantworten müssen. Ist das jetzt so, dass dann außerdem noch auf diesen ganzen Datenbestand von Microsoft oder Google und dergleichen beliebig NSA also insgesamt total zugreifen kann? Und das ist schon das eine Frage, die ist mit Sekunde, unserem Datenschutzverständnis nicht vereinbar. Ich bin mit dem Herrn Wendt, wenn es um Sicherheitsfragen geht, völlig einer Meinung. Aber nicht auf der Basis dessen, dass hier jemand sozusagen ohne Anlass beliebig und unbegrenzt auf solche Daten zugreifen kann. Das kann es nicht sein. Okay, zwei Staaten. Ja, Amerika versucht, seinen Bürger zu schützen. Deutschland soll auch versuchen, seinen Bürger zu schützen. Und wenn Deutschland Maßnahmen nimmt, um den Datenschutz und Privatsphäre der Deutschen zu schützen, ist das gut. Und auch deutsche Unternehmer, wenn sie verschlüsseln ihre Kommunikation, ist es natürlich für die NSA etwas schwieriger. Und ich bin einer, der glaubt, am Ende des Tages gewinnt die Freiheit der Verschlüsselung, die Identitätsschutz, ja, und nicht die totale Kontrolle. Die Internet ist zu kompliziert, dass von einem einzigen Stelle alles kontrolliert wird. Daher, Katzenmausspiel, wir werden weiter versuchen, unsere Geheimnisse zu behalten. Okay. Die Journalisten und die Whistleblowers werden uns helfen. Aber der Staat muss auch unsere Sicherheit gewährleisten. Wir müssen an dieser Stelle leider einen Punkt machen. Daniel Domscheit-Berg wird im Chat jetzt mit Ihnen noch all die Fragen diskutieren, die wir unter Garantie noch nicht beantwortet haben in diesen letzten 60 Minuten. Und im Anschluss daran folgt jetzt nicht Markus Lanz, sondern eine Reportage über die ersten 100 Tage von Franziskus. Es ist eine Art Zwischenbilanz der ersten Tage des neuen Papstes, der übrigens auch bei Facebook ist. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Bleiben Sie heiter irgendwie. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Merci bien.